War schön, war gute Stimmung, glaube ich, ne? Nee, nicht alle, aber schon einige. Alle wären ein bisschen hart. Kann ich anfangen? Rebecca? Kann ich anfangen? Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier beim 36. Filmfest München und zwar zum Filmmakers Live Talk zu unserem gestrigen Eröffnungsfilm. Wir sind sehr, sehr stolz, in große Teile des Teams hier jetzt begrüßen zu dürfen. Also großen Applaus. Joachim Lange, der Regisseur, ist hier. Lars Eidinger, Maike Droste, Perry Baumeister, Robert Stadlober und Claudia Michelsen. Bitte alle auf die Bühne. Ja, gestern große Eröffnung umjubelt im Matheiser Filmpalast. Joachim Lang, wie war's? Das ist dein Debütfilm, dein Debütkinofilm, muss man genauer sagen. Wie hast du es empfunden? Es war aufregend, es war interessant. Im Vorfeld hatte der Herr Küppers und dann der Söder waren da und irgendwie war das wie so eine Inszenierung der Wirklichkeit. Ich habe dann gedacht, die aktuelle Diskussion Flüchtlinge und sehe dann nachher in unserem Film, wie die Bettler auf die Polizisten zugehen und die Paläste der Reichen erobern, das hat schon was gehabt. Aber natürlich aus mehreren Gründen war für mich spannend, zum ersten Mal im Publikum das zu zeigen. Auch wir alle zusammen, es war ein tolles Erlebnis gestern Abend. Großartiges Ensemble. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass ihr alle die Zeit gefunden habt, heute auch hierher zu kommen. Genau, der Ablauf wird sein, dass ich zunächst ein bisschen mit der Runde sprechen werde. Ab in etwa der Hälfte des Gesprächs können Sie dann auch Fragen stellen. Das heißt, können Sie schon mal was überlegen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ich möchte ganz gerne, bevor ich auf die Schauspieler eingehe, noch kurz den Regisseur einmal vorstellen. Denn er ist ein wahrer Brecht-Experte, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Die Magisterarbeit, die Doktorarbeit natürlich über Brecht, dazu zum 100. Geburtstag ein Fünfteiler, eine Miniserie, das große Porträt zum 50. Todestag von Brecht, mit Klaus Peymann die Brecht-Gala im Berliner Ensemble ungeheuer oben inszeniert und natürlich das Brecht-Festival in Augsburg 7 Jahre geleitet. Also Brecht dominiert dein Leben und jetzt der Film, wie kam es dazu? Es ist ein Herzensprojekt von mir schon immer gewesen und die Idee hatte ich schon länger, schon lange eigentlich. Jeder, der sich mit Brecht oder auch, man braucht sich gar nicht mit Brecht zu beschäftigen, kennt die Drei-Groschen-Oper. Es ist ein aktuelles, populäres, weltweit bekanntes Stück und es ist auffallend, dass es kaum eine Verfilmung von Brecht gibt in Deutschland, von der Drei-Groschen-Oper. In Deutschland gibt es erst 2 Verfilmungen, die erste von 31 von Pabst, die zweite von 63 von Staute und danach gab es nichts mehr. Das ist das eine, was auffallend war. Das zweite ist, was kaum jemand weiß, dass es ein Exposé von Brecht zur Verfilmung gibt. Die Beule, die er damals geschrieben hat. Und ich nehme aus der Beule Handlungsstränge, habe dazu Dialoge aus der Oper, aus dem Roman und aus anderen Brecht-Texten und verknüpfe das mit einer Rahmenhandlung, die in Berlin der 20er Jahre in die Zeit Tanz unter dem Vulkan führt, als die großen Experimente der deutschen Kunst gemacht wurden. Und mit dieser Idee kam ich schon vor 15 Jahren zu den Brecht- und Weilerben. Und natürlich gab es auch konkurrierende Vorstellungen. Es war mal ein großer Hollywood-Film geplant und so weiter. Und ich konnte dann die Erben, die meine Arbeit kannten, überzeugen und habe dann 2014 den Zuschlag für die Idee bekommen. SWR ist dann, hat uns sehr gut unterstützt. Und dann die eigentliche Realisierung dann, es war natürlich viele schon im Kopf, hat 2,5, 3 Jahre gedauert. Darf ich noch nachfragen, wie überzeugt man denn die Brecht- und Weilerben? Wie läuft denn sowas ab? Ja, ich hatte natürlich durch meine vielfältigen Arbeiten immer Kontakt zur Tochter, zur Barbara Brecht-Schall. Die war ja die, er hat ja mehrere Kinder gehabt, Hanne Hiob, die hier in München gelebt hat, beim Viktualienmarkt und in Amerika der Sohn der Stefan. Ich hatte natürlich immer Kontakt und
habe mich immer wieder auch, es gab auch immer wieder Auseinandersetzungen und Differenzen, aber im Wesentlichen war es fair, so habe ich es erlebt. Ich bin immer mit dem, was ich hatte, gekommen und habe darüber gesprochen. Manchmal gab es Diskussionen und Kontroversen, aber es war immer gut und fundiert. Bei der Dreigroschenoper ist es nochmal spezieller, weil noch andere Rechte dranhängen. Die Weil Foundation mit Sitz in New York, die auf die Musik Wert legt, und Brecht und Weil sind ja in der Zeit, in der unser Film spielt, kontrovers gewesen. Die Lesart der Weilerben ist, dass Brecht nach links abgedriftet ist und sie sich dann zerstritten haben. Die Wahrheit ist vielleicht nicht ganz so. Die hatten Krach, es ging auch um wer ist der Wichtigere, der Autor oder der Komponist. Brecht hat sich schon politisch weiter nach links gewendet. Er hat mit Hanns Eisler dann mehr zusammengearbeitet, aber später haben die ja nochmal doch zusammengearbeitet bei den 7 Todsünden. Die Erben, die Weilerben haben wieder ganz andere Vorstellungen. Denen geht es natürlich um die Musik. Es muss in bestimmten Tonlagen, in Höhen gesungen werden. Es darf nicht eine Oktave tiefer sein. Was wahnsinnig schwierig ist, die Dreigroschenoper ist ja ein Stück, das für Schauspieler geschrieben wurde. Im Gegensatz zu Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni ist was für Opernsängern geschrieben ist. Und wir haben die besten Schauspieler, die man sich vorstellen kann, die auch alle toll singen können. Und dann ist es tatsächlich gelungen, dass jedes Lied, jeder Song von unseren Schauspielern gesungen wurde. Das ist ein wahnsinnig aktueller Film, Lars. Du spielst diesen Bertolt Brecht. Und das ist natürlich eine Figur, die wir alle kennen. Optisch, von der Sprache, die ganzen Zitate sind ja auch alle aus seinem Werk. Ich habe das Gefühl, du willst ihn ja schon irgendwie packen, aber ohne ihn zu imitieren. Das war so die große Herausforderung. Magst du ohne Wasser erklären, wie das gelungen ist? Ja, das war so die größte Hürde, die ich nehmen musste, weil ich weiß noch, als der Joachim mich gefragt hat, ob ich bei dem Film mitmache und ob ich Brecht spiele, habe ich schon gezögert oder habe ich gedacht, das ist ja eigentlich so jemand, mit dem ich als Schauspieler groß geworden bin, ja, und den ich bewundere, und dann maßt man sich plötzlich an, den zu spielen, und hat dann das Gefühl, dass es Schaden nimmt, auch so die eigene Sicht auf die Figur oder Person. Und dann habe ich gedacht, es geht gar nicht darum, den zu imitieren, weil das kann ich auch gar nicht. Ja. Und ich glaube, da argumentiere ich ganz im brechtschen Sinne. Ja. Es geht nicht darum, die Illusion zu erwecken, dass ich Brecht bin. Das glaubt mir sowieso keiner. Ja. Und wenn man Brecht sehen will, dann kann man sich den auch angucken. Es gibt genügend Material, wo man sich angucken kann, wie der sich bewegt, wie der redet. Und gibt ja auch im Film dann noch ein Originaldokument. Genau, und was ich mache, ist im Grunde eine Interpretation. Und ich versuche zu verstehen, um was es ihnen ging, und versuche das auszudrücken. Und letztendlich bleibt da aber auch immer eine Diskrepanz, die ich aber als Qualität sehe, und zwar die Diskrepanz zwischen mir und der Figur und wie ich versuche, mich dem zu nähern, und dass man das sichtbar macht. Und das ist ja wirklich was, worauf Brecht auch immer sehr viel Wert gelegt hat. Also dieses eins der berühmtesten Zitate, glotzt nicht so romantisch, dass es darum gar nicht darum geht, den Zuschauer einzulullen, ja, oder überhaupt auf die perfekte Illusion zu vertrauen, sondern dass man offensiv damit umgeht, da ist jemand, der spielt den Brecht. Und was die Sprache angeht, erstens, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich es nicht. Ich kann kein Augsburgerisch. Zweitens nehme ich es auch eine Schande. Na doch, ich finde, es klingt sehr schön eigentlich, wie der spricht. Ja, auch dieses Weiche und Zarte. Und am Ende ist ja so, hört man ja mal, wie er spricht in dem Film. Aber im Grunde, erstens nehme ich es auch jedem übel, der schlecht Berliner hat. Ja, ich bin aus Berlin. Ich kann aber nicht mal Berlinern, wenn ich ehrlich bin. Ich kann überhaupt keinen Dialekt. Ich habe da einfach keine Begabung. Und ich dachte, wenn der Zuschauer jetzt 2,5 Stunden jemanden zugucken muss, wie er schlechten Dialekt spricht, dann macht es keine Freude. Ja, und dann habe ich aber versucht, und das meine ich mit Interpretation, ich habe mir sehr viel angehört, wie er liest. Ich habe mir angehört, wie er probt. Und habe einfach versucht, mir so einen Duktus anzueignen, also eine gewisse Sprachmelodie, die sich schon auch zu meiner Art zu sprechen unterscheidet. Und mir war wichtig, dass man über diesen Duktus glaubhaft macht,
dass diese Gedanken aus mir kommen. Weil wenn ich diese Gedanken, die ja hochkomplex und schwer sind, jetzt einfach so verkaufen würde, als wenn ich so rede, wie ich jetzt rede, dann das funktioniert, glaube ich, nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich mich so ein bisschen in so eine, fast in so eine Stilisierung geflüchtet, ja. Und ein letztes noch, vielleicht auch durch die Kostümierung, finde ich, wird es relativ klar, weil es ist ja fast so, ja, das ist wie so eine Verkleidung, ja, dieser große Mantel und die Brille und die Zigarre, da ist irgendwie klar, wer gemeint ist, ja, und deswegen muss ich den dann auch gar nicht mehr so, muss ich das gar nicht mehr so bedienen. Mhm. Dann wird vielleicht fast durch die Unterschiedlichkeit eine Ähnlichkeit. Und also das allerletzte noch. Nur weil es gibt so ein Credo von Brecht, das kannte ich auch vorher, das war auch vorher schon ein Zitat, mit dem ich immer im Kopf rumgelaufen bin, und zwar: die Widersprüche sind unsere Hoffnung. Ja? Und ich habe gemerkt, damit kommt man eigentlich aus jeder Falle. Ja, immer wenn irgendjemand was sagt, das stimmt aber nicht, das widerspricht sich, kann man immer sagen, ja, die Widersprüche sind die Hoffnung. Aber auf der anderen Seite ist da halt auch was dran, ja, indem man sagt, man legt immer an die Fiktion einen Maßstab an, dem das Leben gar nicht gerecht wird. Man verlangt immer von der Fiktion, dass sie logisch ist, verständlich und am besten auch geschlossen. Ja, und das Leben ist alles andere als verständlich, geschlossen und logisch. Ja, und wenn Leute mich immer fragen, was will denn die Figur, oder dann gibt es auch ganz oft so Interviews, wo einer sagt: Herr Eidinger, Sie haben doch jetzt den Brecht gespielt. Wer ist das denn? Und was ist denn das für einer? Und dann frage ich immer: Wer sind Sie? Also, wenn mich jemand fragt, wer ich bin, was sind denn Sie für einer? Ja, da habe ich doch keine Antwort drauf, das weiß ich doch nicht. Trotzdem ist das ein gutes Stichwort, das Leben geschlossen, vielleicht doch irgendwie. Ich habe gelesen, in der Theater-AG an deinem Gymnasium hast du Bert Brecht auch gespielt, den Arturo Uy. Und das sei der allererste Artikel über dich in der Lokalzeitung gewesen, wo du schon als vielversprechendes Talent bezeichnet wurdest. Also Brecht hat dann jetzt hier quasi den Rahmen geschlagen. Ist das richtig? Ja. Ja, okay. Ja, aber da habe ich wirklich versucht, Adolf Hitler zu spielen. Also es hat auch großen Spaß gemacht. Also das, ja, da habe ich den wirklich imitiert. Das war, ich habe mir dann, so wie Oliver Masucci, ich habe mich mit 80 Hitlerreden im Hotelzimmer eingeschlossen und habe mich vorbereitet auf die Rolle. Und ja. Ich frage nicht weiter nach. Nein, aber das war wirklich, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Und das ist ja sowieso verblüffend, ganz kurz, also der Hitler hat natürlich eine irrsinnige Faszination. Ja. Und ich merke das immer wieder, wenn man den spielt, und die Leute, die ihn spielen, fallen ja selber drauf rein. Ja. Am Ende, da muss man ganz vorsichtig sein, weil da kann man die Leute schwer beeindrucken als Adolf Hitler. Erschreckend, ja. Robert, du spielst den Kurt Weil. Das ist natürlich die Figur, die mindestens genauso prominent ist, aber tatsächlich dann doch irgendwie immer im Hintergrund stand und steht. Wie bist du denn da rangegangen? Das ist ja tatsächlich der große Musiker dieser Zeit. War das eine ähnliche Herangehensweise zu sagen, oder war das dadurch leichter, dass man ihn gar nicht so jetzt auch vielleicht optisch auf dem Schirm hatte und vielleicht wie er erzählt hat, wie er geredet hat? Ja. Wunderbar. Nein, ich kann kurz ausführen. Nee, also ich natürlich gibt es von Kurt Weil wesentlich weniger Bewegtmaterial. Es gibt Fotos aus der Zeit, aber es gibt fast keine Filmaufnahmen. Es gibt, glaube ich, nur eine kleine vom BE, wo man ihn so seltsam hinter Brecht hervorhüpfen sieht. Und dann gibt es ein paar Tonaufnahmen, aber auf Deutsch auch eigentlich nichts. So, das meiste ist auf Englisch. Das heißt, ich habe mir eher den Weil erlesen, vor allem halt auch in der Art, dass ich geguckt habe, wie Leute über ihn gesprochen haben, und habe dann irgendwann festgestellt, dass es ein ziemlich selbstbewusster, humorvoller Mann war, der in keinster Weise das Gefühl hatte, im Hintergrund oder hinter Brecht zu verschwinden, sondern sehr selbstbewusst damit umgegangen ist, dass er Meister seiner Kunst ist. Und tatsächlich, ja, also ich meine, es ist ja auch musikwissenschaftlich nachweisbar, aber er wusste es eben auch, dass er ein Genie ist, und hat damit auch nicht hinterm Berg gehalten. Und dann habe ich mir tatsächlich so ein bisschen ausgedacht, wie so jemand sein könnte, und war mir da, also muss sagen, dass ich da auch eine Verantwortung gespürt habe, jemandem quasi ein Gesicht und eine Stimme zu geben, von dem man eben eigentlich nur das stille Gesicht im Foto kennt und nicht das bewegte. Und ja, muss dann
natürlich zugeben, dass ich im Zusammenarbeit mit Joachim mir da einfach einen Weil ausgedacht habe. Und dass das jetzt erstmal der ist, der vielleicht die nächsten Jahre ist. Nicht schlecht. Was natürlich im Film auch auffällt, ist, er gewinnt ja den Prozess, der Kurt Weil, während Brecht verliert. Spielt das auch nochmal eine Rolle dann, wie es eigentlich so in der Figurenentwicklung weitergeht? Das sehen wir ja im Film nicht, aber es hätte eine Rolle gespielt, wenn man es gesehen hätte, glaube ich. Genau, man kann es ja schon ein bisschen erahnen, dass es in diese Richtung geht. Ja. Ja. Das, naja, wie die Gerichte entscheiden, das kann man, glaube ich, nicht erahnen. Das Selbstbewusstsein, ja, aber das hatte Brecht ja auch. Ich glaube, die Gründe, warum er gewonnen und der andere verloren hat, sind andere gewesen. Das lag, glaube ich, nicht am mangelnden Selbstbewusstsein von Bert Brecht. Übrigens auch da, das stimmt. Das, naja, ich meine, auch das ist natürlich sehr aktuell. Wir zeigen ja hier gerade den Terry Gilliam-Film, der jetzt auch gerade einen Prozess hinter sich hat. Also das ist doch sehr aktuell weiterhin die Frage nach Kunstfreiheit und Urhebertum. Das ist etwas, was bis heute gilt. Ja, Maike Droste, du spielst Helene Weigel, die zweite Ehefrau und natürlich die berühmte Schauspielerin. Du hast selbst auch am Berliner Ensemble gespielt und auch schon die Titelrolle in Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Da stelle ich mir das besonders spannend vor, wenn es gibt ja dann diese Szene im Film, wo du dann auch in diesem Stück, im Stück dann wieder auftrittst. Ist das was, was hilft, wenn man das alles vorher schon mal durchgemacht hat und aus diesem Umfeld kommt? Oder macht es das eher noch mal schwieriger, weil man vielleicht so eine Ehrfurcht auch entwickelt vor dieser Figur? Also für mich, ich war und bin dem Ganzen extrem demütig gegenübergetreten und habe mich einfach total gefreut, dass ich mit dabei sein durfte bei unserem Film. Ich komme ja aus Augsburg, kann auch kein Augsburgerisch, aber bin da geboren und aufgewachsen. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Ich kann Strassebauer sagen, aber das ist so ziemlich das Einzige. Deswegen ist Brecht mir jetzt als Kind ja schon immer sehr nah gewesen und dann eben durfte ich am Berliner Ensemble anfangen und habe mit Klaus Peimann eben unter anderem die Heilige Johanna der Schlachthöfe gemacht und da waren viele Kollegen, die noch mit Helene Weigel zusammengearbeitet hatten und dann durfte ich auch mit George Taburi arbeiten, mehrere Male, der ja Brecht auch übersetzt hat. Also habe ich als junge Schauspielerin sehr, sehr viel mit Brecht zu tun gehabt. Und dann war mein erster Drehtag diese Probe von der Heiligen Johanna der Schlachthöfe, die ich mit Peimann 5 Monate geprobt habe und ich glaube 200 Mal gespielt oder so. Und das war sehr irre für mich, weil sich innerlich sozusagen auf der schauspielerischen Ebene so ein Kreis schloss und aber auf einer anderen Ebene, was wir vorher so andeuteten mit dem Leben, dass das Leben manchmal gar nicht logisch ist und manchmal eben vielleicht doch sehr logisch ist. Das war sehr verrückt für mich, aber ob das hilft, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt in dem Rahmen, in dem diese Figur in dem Film gezeigt wird, einfach versucht, eine Frau zu zeichnen, die ich aus sehr vielen Gesprächen eben von diesen Kollegen und Kolleginnen von Frau Weigel und vom BE, was ich da gehört hatte, mich danach zu richten. Und wie war das mit so einem Brecht-Experten dann auch nochmal zusammenzuarbeiten? Ist das nochmal eine andere Vorgehensweise, wenn so ein Regisseur wirklich der ultimative Experte quasi auf dem Gebiet ist? Hat man ja nicht immer, glaube ich, oder? Ich glaube, ich hatte leider nur 5 Tage und dann bin ich zu Joachim am letzten Tag, habe gesagt, ich würde gerne viel öfter kommen, weil dann würde ich dich zwischendrin immer mal fragen, was hat denn Brecht am Dienstag um 17 Uhr gemacht? Und du könntest mir bestimmt eine Antwort geben, weil das hat mich schon sehr fasziniert, also fand ich extrem faszinierend. Das war wie so bei Nikolaus, so ein Sack mit Wissen und man kann alles fragen und das fand ich sehr besonders. Das hat Lars gesagt. Nikolaus hast du aber weggelassen, Lars. Hast du jetzt mal schön auf Instagram-Motiv gemacht. Wir sind live auf Facebook. Ne? Also. Peri Baumeister, du spielst die Elisabeth Hauptmann. Das ist eine Figur, wo ich ehrlich sagen muss, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich auch nicht. Und das beruhigt mich. Und die ist zugleich in diesem Film eine sehr, sehr spannende Figur, weil sie tatsächlich ja die prägende Rolle so ein bisschen einnimmt. Sie hat das Stück entdeckt, sie hat es übersetzt, sie hat das dahin gebracht. Sie wird sogar auf dem roten Teppich direkt nach Brecht interviewt. Also sie war zu dem Zeitpunkt offensichtlich eine sehr, sehr
wichtige Figur, nicht nur für Brecht. Wie hast du das wahrgenommen und recherchiert? Wie ging das weiter? Also ich habe auch, ich glaube, ich habe noch nie so viel gelesen für eine Rolle und so viel recherchiert wie für sie. Ich kannte sie vorher auch nicht. Was mir irgendwie so hängen geblieben ist, ist, dass sie wohl eine, das ist das, was Sie sagen, sie eine wahnsinnig erfolgreiche Frau war, die vom Land nach Berlin gezogen ist, ziemlich jung, dann geschafft hat, in dieser politischen Zeit, schwierigen Zeit, als linkspolitisch orientierte Frau wirtschaftlich unabhängig zu sein, künstlerisch tätig, politisch aktiv und geschafft hat, Erfolg zu haben, ziemlich schnell bei Brecht in dem Kollektiv mit drin saß und seine, wie er sagte, tüchtigste Mitarbeiterin wurde, bis über seinen Tod hinaus seine gesammelten Werke herausgegeben hat und wahnsinnig erfolgreich war. Und dann auf der anderen Seite wohl ein, was mich sehr berührt hat, immer ein unfassbar bescheidener Mensch war und sehr zurückgenommen. Und glaube ich, ihr ganz, als ganz bewusste Entscheidung, das finde ich sehr wichtig, sich für sich entschieden hat, sich ihr Leben so diesem Werk ein bisschen, also nicht unterzuordnen, aber doch zumindest sich dafür zu entscheiden, nicht ihre eigenen Werke zu publizieren, sondern in diesem Kollektiv um Brecht dort ihre Energie zu lassen so, und sich darüber zu definieren. Energie ist auch ein gutes Stichwort, weil ich habe auch immer das Gefühl, das ist trotzdem so unterschwellig immer noch auf so einer Flirty-Ebene auch mit Brecht. Also man, es wird nicht so ganz klar im Film, was für ein Verhältnis sie haben, aber du spielst das so, dass da schon so eine latente Eifersucht manchmal ist, wenn dann eben die Helene Weigel oder die Carola Näher, die von Hannah Herzsprung gespielt wird, dann eben dann doch den größeren Part bei der Brecht-Figur einnehmen. Ja, ich glaube, man müsste lügen, wenn man jetzt sagen würde, dass es da nicht Spannungen gegeben hat, ja, unter den Frauen. Aber ich würde sagen, dass der Teil ist, der mich tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt über Elisabeth Hauptmann, wenn ich mir überlege, was ich alles über sie weiß, dann ist es das, was mich tatsächlich noch am wenigsten interessiert und auch nicht das, was sie ausgemacht hat. Ich fand immer total toll, oder was mich sehr berührt hat, war, dass sie wohl eine ausgesprochen gute Zuhörerin war. Und das war das, was Brecht an ihr so großartig fand. Da gibt es eine schöne Anekdote, die ich jetzt zufällig vorher gelesen habe, deswegen kann ich sie sagen. Sie war nämlich krank bei der ersten Begegnung und konnte deswegen nicht sprechen. Und das war der Grund, warum Brecht dachte, sie könne so gut zuhören. Das habe ich auch gelesen, das stimmt. Sehr schön. Claudia Michelsen, du spielst die einzige Figur jetzt bei uns auf der Bühne, die quasi nicht real existiert, sondern die eine Figur des Stückes ist, die Miss Peachum. Wie ist das denn, wenn man dann tatsächlich in so einer Oper im Film auftritt, noch dazu? Auf keinen Fall Oper sagen, oder? Auf keinen Fall? Musst du doch jetzt widersprechen. Lars, ich meine dich jetzt. Keine Oper? Nennen wir es Oper? Dreigroschenoper. Ja, naja, ihr spielt die Dreigroschen, da streiten wir jetzt nicht drüber. Doch, das ist spannend. Gerne. Na, er hat das ja gesagt auch im Film. Er sagt ja, das ist ein Stück mit Musik. Und was sagt er da? Das ist nicht, das ist ja nicht, er will ja zeigen, du musst jetzt mir helfen, Joachim, jetzt eier ich rum. Ich dachte, du sprichst den Meister selber. Der Versuch. Ein Versuch der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken. Genau, dankeschön. Ich gebe mich geschlagen und frage stattdessen, es war ein tolles Setting. Es ist großartig, allein in dieser Fabrik zu spielen, diese Bilder, wenn du mit Joachim Krohl, der den Mr. Peachum spielt, dann da diese Gesangsszene hat, unten diese Massen, also das ist schon was sehr, sehr Beeindruckendes dazu, diese Tanzszene. Verändert das nochmal was, sowas zu spielen, dann auch noch so in so einem historischen Setting? Und gleichzeitig ist es ja was Fiktives, was irgendwie echt ist. Also das ist schon sehr verwirrend, wenn man es nur einmal so in Worte zu fassen versucht. Wie war das für dich? Verändert es was? Naja, im Vergleich zu sonstigen Schauspieleinsätzen, die du sonst hast, wenn du in so eine Rolle rangehst, so eine Figur. Ja, also das ist natürlich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, wenn er irgendwie nur einen Hauch von Dreigroschenoper erzählen darf, dass er nicht in diese magische Box mit reinspringen will und sagt, nein, das mache ich nicht. Das war natürlich ein großes Fest auch. Also da, wir waren eingebettet in einem, also einem grandiosen Maskenbild, Kostümbild, Ausstattung. Das war eine reine Freude, da reinzugehen und zu sagen, so und jetzt geben wir so richtig, so, ne,
so alles. Du hast ja auch richtig Hammer Kostüme, da dieses Federkleid. Die haben wir zusammen entwickelt. Das war wirklich, weil ich habe mit Joachim, wir hatten tatsächlich so ein Gespräch darüber, was ist die Peachum? Und die Peachum hast du immer, also ich auch, oft gesehen, so als ordinäre, alte, betrunkene Frau. So. Und irgendwie fanden wir beide das langweilig, oder du hattest auch die Idee zu sagen, nee, die muss man mal ganz neu erzählen. Was ist denn die Not dieser Frau? Was ist die Sehnsucht? Und darüber sind wir in so eine, ich habe dann auch gesagt, lass uns so ein altes Mädchen erzählen, ja, die nie abgeholt wurde, die immer noch auf die große Liebe wartet, die nicht kommt. Und ich glaube, so ist auch dieses rosafarbene, fliegende, auf den Prinzen wartende Etwas entstanden. Ich glaube, so ist das passiert. Ich fand auch diese Szene schön, die natürlich bekannt ist, aber ich finde, wie ihr sie spielt, ist das nochmal sehr bemerkenswert, weil sie ist es ja auch, die quasi die Tochter, die Polly in die Hände des Verbrecherkönigs treibt, das aber irgendwie gar nicht selbst so einzuschätzen vermag, als gar nicht so schlimm, weil sie ist ja eigentlich selber Teil einer solchen Verbrecherehe. Das ist schon was sehr, sehr Spannendes, dass es wirklich einen Aufklärungsprozess bei ihr erstmal bedarf, bis sie soweit ist, das zu verstehen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Die Arme, es ist halt manchmal ein bisschen langsam. Und dann passiert sowas, dann sind die Töchter auf einmal mit Männern zusammen und man kann sich es gar nicht mehr aussuchen. Okay. Bevor Sie Fragen stellen können, Joachim Lang, es ist natürlich eine extreme Aktualität da und wir können hier nicht, auch wenn Tobias Moretti nicht hier ist, und nicht über den Mackie Messer reden als Figur. Ging ja irgendwann so weit, ich habe ja sehr viele in ihm gesehen, aber irgendwann war für mich klar, das ist ja eigentlich ein Trump. Ist das beabsichtigt? Es fällt ja sogar der Satz, wo habe ich jetzt stehen? Liebe auf den ersten Griff ist ja ein Kapitel dann zum Beispiel, wie er sie kennenlernt. Das sind ja auch Parallelen zu Trump. Und natürlich, wenn er am Ende noch zum Banker wird, das ist schon sehr, sehr bewusst auch in die Aktualität übertragen, oder? Ja, das Stück ist im Ganzen aktuell. Ich habe die Sätze noch gar nicht so im Kopf gehabt. Die sind eigentlich in einer versteckten Stelle im Drei-Groschen-Roman. Da sagt in einem Dialog, sagt Mackie Messer, ich wünsche mir eine andere Regierungsform, in der Geschäftsleute an der Spitze des Staates sind, nicht mehr Parteien, und dass die Arme gute Arme und die Reiche gute Reiche werden. Und das ist so frappierend aktuell und das passt natürlich auf Trump, aber es geht nicht um eine Person in dem Stück. Es geht darum, dass die Gangster zu Bankern werden, was in der Oper angedeutet wird, nämlich in dem Mackie Messer unterm Galgen ist und da die legendäre Sätze spricht, was ist ein Dietrich gegen eine Aktie. Das versuchen wir weiterzuentwickeln und die Idee kommt von Brecht selber und das zeigt auch, wie er gearbeitet hat. Er beschreibt ein Verfahren, da hat er das Wort noch nicht gekannt, aber es war durchaus da. Die Räuber überschreiten eine imaginäre Linie und verwandeln sich zu Banker, zu Beherrschern des modernen Geldmarkts. Also er beschreibt ein Morphing, das wir dann so umgesetzt haben. Und wir enden dann in der Gegenwart. Es ist, wie ich finde, brandaktuell. Die Flüchtlingsbilder habe ich vorher schon erzählt. Es geht darum, was auch die Eröffnungsverse zeigen. Der Haifisch, der hat Zähne, die trägt er im Gesicht und McEast, der hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Das heißt doch, dass die Angriffe der Bestie in freier Wildbahn nicht so brutal sind, wie die verborgenen Grausamkeiten der Gesellschaft, die in scheinbarer Seriosität vor sich gehen. Also es geht um dieses Thema, es geht um unsere Welt, um die frappierend wachsende Ungleichheit, die letztendlich dazu führt, zu Flüchtlingselend, zu Bürgerkriegen, sonstige Katastrophen auf der Welt. Es geht in der Rahmenhandlung um das Aufkommen des Faschismus in dieser Szene, in der ihr dann nach dem Maike von Helene Weigel das Lied gestört wurde von der SA. Da geht es ja eigentlich darum, es ist ein Text, der zu Pegida oder AfD, da habe ich aus den Bukowelegien rausgenommen, dass Kalb geht zu jeder schmeichelnden Hand, auch zu der seines Metzgers. Das ist ja so aktuell in der Diskussion, wie wir haben. Es geht um die Freiheit der Kunst, also es brennt vor Aktualität und allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen, die wir hier zu behandeln haben.
Wir sind sehr froh, dass ihr den Film gemacht habt, aber sind noch lange nicht am Ende, denn jetzt ist die Gelegenheit, dass Sie Fragen stellen können. Geben Sie einfach ein Zeichen, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen, weil wir zeichnen das ja, wie gesagt, auch auf und senden ins World Wide Web. Keine Scheu, da ist die erste Frage. Ja, ich habe den Film leider noch nicht gesehen heute Abend, freue mich schon. Aber ich habe den Trailer gesehen und der sah schon sehr schön aus. Und ich habe mir nur gedacht, ist das nicht eine Angst, wenn man einen Film von Brecht macht, dass er zu schön wird, also dass es zu ästhetisch wird, weil dass er zu romantisch wird, weil das hätte er vielleicht nicht gewollt. In dem Dreh, da ist ja eine Schlüsselszene drin. Es geht in der Rahmenhandlung darum, dass er sich mit der aktuellen Filmindustrie auseinandersetzt und er versucht, den Nebensaal reinzulegen und sagt, versucht zu zeigen, die beiden singen das Liebeslied im Boot und dann sagt er, es ist eine kleine Randnotiz in der Beule, da machen wir eine ganze Szene draus. Ein oder zwei Monde genügen. Also er treibt es so weit, bis dem Nebensaal auffällt, er wird da hochgenommen eigentlich. Und dann kapiert er eigentlich, was der Brecht da betreibt. Er will die Illusion zerstören. Klotzt nicht so romantisch, was Lars vorher gesagt hat, das könnte drüber stehen. Und dieser Bruch mit der Illusion, das ist auch das, warum wir letztendlich auch natürlich kein Dialekt haben und es nicht naturalistisch machen. Wir versuchen ja nicht, irgendwas zu imitieren, Arbeitsweisen nachzustellen, auch bei Weil nicht. Es geht um eine Interpretation und ihr geht nie ganz in der Rolle auf. Es bleibt, Lars spielt Brecht, es bleibt bestehen. Und das finde ich auch in der Drei-Groschen-Handlung extrem wichtig. Man redet immer so über Verfremdung und es ist so ein großer theoretischer Ballast, so V-Effekt. Verfremdung heißt ja nicht mehr als einen Gegenstand, das Vertraute nehmen, ihn als fremd zu sehen. Und das kann man mit ganz vielem erreichen. Das kann man mit einer, vor allem mit Komik und mit einer heiteren Distanz erreichen, mit einer Ironie erreichen. Brecht war ja auch ein Satiriker. Er hat Karl Valentin, Charlie Chaplin als Vorbild gehabt. Und all das versuchen wir im Film zu zeigen. Also es trieft bestimmt nicht vor Romantik. Ich wollte auch noch was sagen, weil die Frage kann ich total verstehen. Und es war auch meine Angst so. Und natürlich denkt man immer, wie hätte Brecht den Film gemacht. Und dann habe ich aber plötzlich gemerkt, dieser Konflikt wird im Grunde in dem Film ausgetragen, weil der Nebenzahl, der Filmproduzent, versucht dem Brecht zu erklären, wie er seinen Film zu machen hat, in der Erwartungshaltung, so muss doch der Film aussehen, den Sie machen. Ich glaube, das Verrückte an Brecht ist, dass er kein, und das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass er kein Dogmatiker ist. Dass er auch sagt, es interessiert mich nicht, was ich gestern gesagt habe. Natürlich widerspreche ich mir, aber darin liegt ja vielleicht auch ein Reiz. Und ich glaube, wir wären alle überrascht, was der heute zum Beispiel machen würde. Wenn man sich überlegt, was würde der heute für einen Film machen? Oder, und er hat gerade Freude daran gehabt, sich auch immer wieder neu zu hinterfragen und auch Sachen zu machen, die man gar nicht nachvollziehen konnte. Ja? Und da fühle ich mich halt in der Hinsicht auch irgendwie auf der sicheren Seite, dass ich denke, ja, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo jemand sagen würde, ja, aber Sie haben doch immer gesagt, glotzt nicht so romantisch und jetzt machen Sie so eine romantische Schmonzette, hätte er, glaube ich, seinen Spaß daran. Ja, ist aber auch keine romantische Schmonzette, also keine Angst. Einen Gedanken, der mir, weil wir haben jetzt heute den ganzen Tag so Presse gemacht und so, und dann merkt man ja auch so, wenn man dann immer wieder die gleichen Sachen erzählt und so, manchmal versteht man dann plötzlich aber auch was, was einem vorher nicht so klar war. Und was mir nochmal so bewusst wurde, auch weil es jetzt gerade hieß, die Räuber sind die Banker, so, da ist schon was dran. Aber ich glaube, die viel wichtigere Erkenntnis ist der Satz von dem Brecht, die Räuber sind die Bürger. Und die Bürger sind wir, weil ich würde immer davor warnen, dass man sagt, ah, jetzt haben wir den Schuldigen gefunden, die Banker, das sind die, die für die Misere verantwortlich sind. Aber damit sind wir gemeint, ja, das darf man nicht vergessen. Und das System beschreibt nichts anderes, als dass wir das System sind. Und dieses Bild, was er aus der Johanna der Schlachthöfe bemüht, zu sagen, die Reichen sind oben und die Armen sind unten. Und die Reichen sagen zu den Armen, kommt doch rauf, hier ist es so schön. Und dann erkennen sie aber, zwischen ihnen liegt kein Weg, sondern ein Schaukelbrett. Und wenn die Armen hochkommen, dann gehen die Reichen runter. Ja, das ist ein ganz einfaches, triftiges Bild für unsere Gesellschaft. Und wir sind die Reichen, die da oben sitzen. Das müssen wir einfach verstehen. Ja? Und wir müssen einfach auch verstehen,
dass wenn die Armen plötzlich da sind, und damit endet ja auch der Film, dass das für uns bedeutet, dass wir auch was weggeben müssen. Ja? Und ich glaube, das ist vielen von uns nicht klar. Also ich bin noch groß geworden so mit in dieser Generation 80er Jahre, wo man so aus Äthiopien Kinder mit dicken Bäuchen gesehen hat und gesagt, Mann, die Armen und so, aber wir können denen nicht helfen. Und jetzt stehen die plötzlich vor der Tür und man sagt so, stopp. Ja? Und das finde ich schon, da finde ich den Film, klar, ist ja auch ein Klassiker, aber so wahnsinnig brisant. Ja? Einfach eben erkennen, dass wir dafür verantwortlich sind und nicht irgendwelche Banker oder irgendein System, was irgendwelche Leute konstruieren, um uns zu schaden, sondern wir schaden uns. Ja? Und das muss man irgendwie verstehen. Ein Applaus. Toll. Ich finde es ungeheuer wichtig, Klaus, was du gesagt hast. Also es geht zu deiner Frage nach nochmal nicht nur um Mackie Messer, sondern um den Mackie Messer in der Gesellschaft überall. Und so ist auch die Tragik der Celia Peacham zu verstehen. Sie hat mal einen jungen Unternehmer geheiratet, aufstrebsam, hat sich in ihn verliebt. Und der Peacham spielt es ja so nach der Szene mit der heiligen Johanna, dass er die Hunde schlecht füttert und er sagt, er kann gar nicht anders. Es macht er nicht aus Schlechtigkeit, er ist nicht ein böser, ein schlechter Mensch, aber er kann nicht anders. Es würde sein Geschäft ruinieren. Also er muss die Bettler und die Hunde schlecht behandeln, sonst kann er damit kein Geld verdienen. Und das findet sich nicht nur bei den, also bei den Bankern und bei den Räubern, das findet sich also auch bei den Bettlern, die Peacham ausstattet, das findet sich auch bei den Huren, die letztendlich ihren Körper verkaufen. Brecht beschreibt ja die Situation im Bordell als Haushalt. Es gehen ganz biedere Tätigkeiten nach. Also er kritisiert bürgerliche Werte und Vorstellungen von Moral. Es ist eine fundamentale Kritik, die sich nicht auf eine Figur bezieht. Genau. Hier rechts ist die nächste Frage. Ja. Ich habe den Film gestern gesehen und war über lange Strecken sehr begeistert, dass Sie die Brechtsche Konzeption und auch Verfremdungseffekt und so im Film auch versucht haben zu zeigen und umzusetzen. Was ich nicht verstanden habe und was mich auch zunehmend gestört hat, war der Einsatz von diesem Ballett, also diese Choreografie. Weil da nämlich meines Erachtens keine Verfremdung ist, sondern eine Verdoppelung. Also das, was in den Songs gesungen wurde, wurde praktisch in diesem Bewegungsballett demonstriert. Und das haben wir gedacht, also ich habe so empfunden, als wären Sie da Ihrer Arbeit in den Rücken gefallen und wollte fragen, wie kam es dazu, dass Sie sich entschieden haben, so eine Choreografie mit Ballett mit reinzunehmen? Ich wollte... Ein Schlüsselzitat von Brecht ist das, was die drei Frauen im Auto sagen. Eine Fotografie sagt nichts über die Wirklichkeit aus, heutzutage von der Gruppwerke. Es muss etwas Künstliches, etwas Gestelltes geschehen, nämlich Kunst. Mithilfe der Kunst, mit Theater, mit Musik näher an die Wirklichkeit zu dringen, die Oberfläche zu beseitigen und weiter vorzudringen. Und das versuche ich mit allen Künsten zu machen, mit allen darstellenden Künsten. Deswegen war die Entscheidung fürs Ballett schon mal gefallen, also die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Und jede Choreografie ist für sich genommen, müsste der Konzept, dem Konzept entsprechen. Also wenn Brecht auf der Brücke ist und erklärt im Nebensaal eine kitschige Szene, dann macht natürlich, weil es ja in Brechts Kopf vorgeht, muss natürlich das Ballett unten unter der Brücke einen Hochzeitstanz, einen Walzer spielen. Genauso wie die sonstige Kulisse kitschig ist. Bis es so überstiegen ist, dass es zwei Monde ist. Also versuche ich schon mit dem Ballett es so umzusetzen wie in anderen Teilen auch. Bei der Hochzeit, wenn Polly Hannah Herzsprung singt, das ist ja auch diese Vorführung in Hochzeit auf die Schippe genommen, dass dann noch verdoppelt wird durch diesen Tanz im Hintergrund. Und so hat jedes Ballett Teil die Funktion, wie ich versuche, mit der Musik, die Kurt Weill geschaffen hat, die Verhältnisse durchschaubarer zu machen. Das wird in diesem Interview, in dieser Blackbox gezeigt, als sie darüber diskutieren, über die Zuhälterballade, versuche ich das auch mit dem Ballett so zu machen.
Wir müssen auch noch weiter über die Musik sprechen. Das ist natürlich ganz großartig. H.K. Gruber hat da die Leitung gehabt und das SWR-Symphonieorchester war dabei, die Big Band, das SWR und das Vokalensemble. Und natürlich bis hin zu einem Max Raabe, den wir da am Leierkasten sehen. Übrigens finde ich ganz schön, ist das eine Anspielung darauf, weil bei Staudte ist ja Sammy Davis Jr. Das. Also wie kamen Sie auf diese Erarbeitung der Musik, die dann so eminent wichtig ist bei diesem Film? Naja, die Musik, es gibt wohl keinen besseren weltweit wie H.K. Gruber, der das machen kann. Er hat es nicht nur instrumental, sondern auch mit euch geschafft. Vielleicht wollt ihr was dazu erzählen, wie er mit euch gearbeitet hat. Es war schon toll, es ist auch eine andere Art zu singen. Vielleicht du, Claudia. Oder Lars. Ich kann auch was sagen, aber ich habe ja schon so viel. Ihr sagt beide. Claudia. Ja. Ja, wie haben wir da angefangen? Im Januar, ich glaube, sind wir alle ganz mutig da rein und haben gesagt, der H.K. Gruber hat gesagt, komm, wir nehmen das jetzt mal auf. Ne? Das war so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig, so halt so Brechtsch und egal und raus damit, Hauptsache du hast den Gedanken und das geht nach vorne. Und also ich bin massiv gestolpert, das muss ich irgendwie zugeben, und habe dann darum gebeten, und das war auch das Tolle bei der Produktion, in der Zusammenarbeit, und gesagt, ja, machen wir, aber ich brauche noch die Sicherheit, dass ich nochmal Monate später es nochmal aufnehmen darf. Und das haben wir dann auch gemacht. Ein Teil haben wir, glaube ich, aufgenommen, der ist geblieben, aber dann kam noch mal... Ist Musik am Set dabei eigentlich, nur dass wir es mal verstehen, wie sowas abläuft? Das wird eigentlich vorher aufgenommen, dann gibt es ein Playback und du kennst es und stellst es wieder her. Von des Helene da Weigen, Maike, ja. Haben wir live gemacht. Und dann haben wir es einfach viel später nochmal aufgenommen. Also ich war jetzt eigentlich auch, aber es war, ich bin ja, Sie hören das ja, ich bin ja kein Mezzosopran, also per se. Das ist ein weiter Weg nach oben. Und wir haben auch, glaube ich, alles versucht, um das irgendwie nicht doch nochmal, ob wir es nicht einen Tick nach unten kriegen dürfen. Keine Chance. Also ich glaube, auch H.K. Gruber wollte das auch nicht. Ne? Es war so kein, es wird so gesungen, original, wie es geschrieben war. So, also es war der neue Kurt Weil. Ja, also, Männer hatten es einfacher, Lars? Ja. Ja, also es ist ja doch so, man muss sich ja da nichts vormachen. Es gibt Sachen, auf die bereitet man sich akribisch vor und manche macht man einfach. Und das Lied, was ich da singe, ich weiß nicht, ob man das mitkriegt, das habe ich ja auch eingesungen, ja, was da läuft, wenn wir im Auto fahren. Da hatten wir eine Leseprobe oder einfach nur so ein Treffen, so ein Verständigungstreffen. Und dann habe ich am Morgen mehr oder weniger gelesen, dass hier steht Aufnahme im Studio von dem Lied. Ja. Und dann dachte ich so, wie Aufnahme? Naja, okay, und dann bin ich hingefahren und da habe ich noch im Flugzeug, habe ich mir das dann noch ein paar Mal angehört und so. Und dann hieß es so, nee, wir nehmen das jetzt auf. Und da waren die Musiker und da war der H.K. Gruber. Und ich meine, der ist schon ziemlich, der ist ziemlich streng, aber der kann einen auch gut antreiben. Ja? Und der hat mich dann da reingezwungen, auch in diese Expressivität. Ja? Und hat gesagt, ah, du musst ja so richtig so mit dem Gesicht und so. Das muss man sich ja erstmal trauen. Ja? Aber dann habe ich auch gesagt, oh, bitte können wir das nochmal aufnehmen, irgendwann in Ruhe. Aber habe ich dann gar nicht mehr gemacht. Ich finde es auch, ist irgendwie gut geworden, ja, aber das war sowieso, das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich so als jemand, der mit diesen Liedern groß geworden ist und auch auf der Schauspielschule, ich tausendmal gehört, ja, von irgendwelchen Kommilitonen oder so und auch es gibt so viele, das sind ja wirklich Jazz, also die sind ja wirklich, wie der Kurt Weil es auch schon prophezeit hat, zu Jazz-Standards avanciert. Es gibt kaum jemanden, der nicht, ob das die Doors sind oder Marianne Faithfull oder wer auch immer, alle haben diese Dinger gesungen, ja, und dann kommen jetzt so wirklich bei aller Liebe so dahergelaufene Filmfuzis und sagen, komm, wir singen jetzt mal ohne Probe heute die Brecht-Songs ein, ja. Und da war ich so beeindruckt, wie gut wir das gemacht haben. Ich finde zum Beispiel Britta Hammelstein, ja, wie die Seeräuber-Jenny singt, ich habe das noch nie so gut gehört. Ich habe es wirklich schon oft gehört, ja. Oder auch der Moretti, wenn der da den Film eröffnet mit dem Gesang. Ich finde, da müssen wir uns echt nicht verstecken. Und da bin ich total glücklich, weil da, finde ich, bietet man eigentlich die größte Angriffsfläche, ja, wo man so denkt, so, okay, jetzt kommen die und wollen jetzt hier so Brecht singen, ja, und ja, ich glaube, das ist echt sehr gut gelungen.
Willst du den Soundtrack geben? Ach so, eine Sache wollte ich noch erzählen, nur ganz kurz, weil ich das so, das fand ich so eine, das fand ich so eine süße Geschichte, weil so auch so zwei Tage oder drei Tage bevor wir diese Szene gedreht haben, wo der Brecht dieses Lied erfindet, den Kälbermarsch, ne? Dieses, dann hieß es, ach so, Lars, wir fänden übrigens gut, wenn du dich da auf der Gitarre begleiten würdest, ja. Und ich habe gesagt, ich kann aber nicht Gitarre spielen, ja. Und ja, wir besorgen dir da einen Lehrer und so, aber ich so, in drei Tagen, ja. Und wir haben ja auch jeden Tag gedreht, ja. Ich hatte ja nicht den ganzen Tag frei. Und dann waren wir, wo waren wir da? In so, nee, das war irgendwo in Heilbronn, ja, in so einem so furchtbaren, so, so furchtbaren Hotel. Und dann kam um 22 Uhr, kam so ein 20-jähriger Musiker, der mir Gitarre spielen beibringen wollte. Und ich war immer todmüde und der war so süß, ja, weil der mit seinen 20 immer gesagt hat, Lars, du schaffst es schon. Ja? So, und dann haben wir immer eine Stunde gesübt, da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Und so, bring mir doch bei, wie ich es irgendwie fake und ich tue dann so, das ist tausendmal besser. Nein, nein, ich bringe dir die vier Griffe bei. Ja? Und dann habe ich es echt geschafft. Also das, was ich da mache, spiele ich live und ich weiß noch, und da bin ich eigentlich am stolzesten drauf, dass nachdem wir die Probe gemacht haben, der Tonmann, der Tonmeister mich anguckt und so gemacht hat, so. So, und ich so, ey, du Arsch, ich habe das vor drei Tagen gelernt. Ja? Und der wollte mir so zu verstehen geben, so können wir das dann aber nicht machen. Ich spiele es dir dann ein und du fakest es irgendwie. Aber das, was jetzt im Film ist, ist das, was ich da, das haben wir auch nicht nachvertont oder so. Ich habe mich da selber begleitet. Bin ich total froh. Wahnsinn. Stolz. Applaus. Hätten wir das gewusst, hätten wir dir heute eine Gitarre besorgt. Aber hier ist noch eine Frage hier in der Mitte. Genau, da wird. Ich fand das ganz spannend zu hören, wie sich die Schauspieler vorbereitet haben, darauf Rollen zu spielen, die wirklich existiert haben. Aber Herr Lange, wie ging es Ihnen denn damit, sich auf ein Drehbuch zu schreiben? Sie haben das Drehbuch geschrieben? Wo eben Dichtung und Wahrheit drin ist. Also wo macht man da den Unterschied zwischen Fiktion und Dokumentation? Das ist die Frage an die Schauspielerinnen vielleicht, oder? Ging das alles an ihn? Achso, okay, Entschuldigung. Ja, für mich wäre es langweilig gewesen, mir vorzustellen, wie hat Brecht geredet zu Alltagsproblemen und so weiter. Er bleibt ja eine Kunstfigur bei uns. Das kommt schon zum Ausdruck, dass er Zitate spricht. Ich versuche eben mit diesem Verfahren näher an ihn dran zu kommen, an seine Kunst, an seinen Geist, an sein Denken. Deswegen verwenden wir ausschließlich Zitate. Aber es war natürlich eine spannende Frage, ob es aufgeht. Also wenn es nicht funktioniert hätte, wäre der Film vielleicht problematisch gewesen. Und ich hatte schon ziemlich Bauchschmerzen, als wir zum ersten Mal die Leseprobe hatten und Lars mit diesen ganzen Texten kommt. Auch Elisabeth Hauptmann, die Peri, hat ja auch Texte gesprochen, die vorhanden waren. Das ist schon was Besonderes. Eine Drei-Groschen-Handlung nicht so, da geht man ganz anders ran. Da ging es mir eben um die Aktualisierung und so eine neue Idee reinzubringen. Da haben wir versucht, jede Figur zu definieren. Also Claudia hat es bei Frau Peachum gesagt und so haben wir uns an jede Figur herangearbeitet. Also bei Peachum war so eine Leitlinie, er ist nicht einfach ein böser, ein schlechter Mensch. Die Verhältnisse, sie sind nicht so. Er hat auch was Weiches, was Attraktives gehabt, das ihn angetrieben hat. Mackie Messer ist im Vergleich zur Drei-Groschen-Oper mehr auf dem Weg zum Bürger. Er will noch angepasster sein, er vollzieht ja den Weg zum Bürger. Deswegen in der Drei-Groschen-Oper findet ja die Hochzeit im Pferdestall statt. Bei uns findet sie im Schloss statt, das er mietet, in den er nachts einbricht. Aber es sind außer Tiger Brown noch mehr Mitglieder der etablierten Gesellschaft da. Und so haben wir uns versucht, jede Figur zu erarbeiten. Und so sind wir herangegangen und vieles ergibt sich auch, ich finde ja sowieso immer, weil über Brecht wird so viel geschrieben, die Einzigen, die richtig mit ihm umgehen können, sind die Schauspieler, weil sie verwandeln die Texte und da finde ich auch, ist Brecht immer noch populär, da gab es keine
Brecht-Bäs, wie er sagt, sondern Brecht hat immer, ich glaube, es geht euch so, die Texte, die er geschrieben hat, jetzt spreche ich von seinen Stücken, nicht von den Zitaten, die du hast, die sind schon was ganz Besonderes und widersprechen bestimmt dem der gängigen Meinung, Brecht ist der trockene Ideologe, bei dem alles ausmathematisiert ist. Es ist frech, es ist spritzig, es ist witzig. Ich glaube, das findet sich in den Texten und wir haben uns daran gearbeitet und uns auch dann doch die Zeit genommen, soweit es war. Wir hatten natürlich Produktionsdruck, es auszuprobieren und die Figuren so zu entwickeln. Das hat ungeheuer Spaß gemacht. Ich finde, diese Vielseitigkeit, die kommt auch vielerlei zur Geltung, was ja auch bei ihrer eigenen Vita ja so ein bisschen mit anzusiedeln ist. Ich wollte das nochmal kurz noch ansprechen. Sie sind ja auch SWR-Redakteur und im Film fällt ja auch der Satz, wir brauchen Kinos voll von Fachleuten, wie wir Sporthallen voll von Fachleuten brauchen. Also muss da etwas passieren, auch mit dem Publikum, damit Filme wie diese anders und besser verstanden werden können, damit sie gesehen werden? Jetzt die Frage nicht nur an Sie als Regisseur, sondern auch eben als Redakteur. Ja, der Brecht hat ganz konkret was damit verbunden, nicht nur eine neue Art zu spielen, sondern auch zuzuschauen. Da gibt es ja von ihm, finde ich, sehr gut diesen Satz, Theater voller Fachleute zu haben. Wenn man schaut, wenn man die WM verfolgt, dann sieht man schon in Deutschland viel mehr Fachleute. Jeder weiß es besser wie Jogi, wie er die Mannschaft aufzustellen hat, auch jetzt nach dem Ausscheiden. Und im Theater, in der Kunst passiert es eben selten. Dann nimmt man das als was Ehrfürchtiges, als was Gegebenes und dann entsteht Langeweile. Der Brecht wollte dem vorbeugen und hat dann so einen Einblick in seine Arbeit gegeben. Er hat theoretische Schriften gemacht, er hat 52 ein Buch über seine Theaterarbeit gemacht, in dem er eigentlich offengelegt hat, wie Künstler, wie Theaterspieler es ausprobieren. Und das, glaube ich, Manfred Wegwerth, mit dem ich befreundet war, ein enger Schüler, der später Regisseur war in der DDR, hat mir gesagt, er ist kurz vor Brechts Tod, war er nochmal in Buko, er ist am 14. August gestorben, am 10. August war er mit ihm in Buko und da hat er Brecht gesagt, ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe aufgeschrieben, was ich denke, was ich zur Kunst, zum Theater davon halte und viele Kritiker und die Leute, die haben die Theorien genommen und schauen sich die Stücke nicht mehr an, sondern sie wissen vorher, was in der Theorie steht und denken, ich habe versucht, das umzusetzen. Und das ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe versucht, Geschichten zu erzählen und habe eins vielleicht vergessen. Er hat es die Kategorie der Naivität genannt, des Naiven, dass er ganz naiv an jedes rangegangen ist, dass es im Theater, in der Kunst geht, um Erfundene, um Geschichten zu erzählen. Und dieser theoretische Ballast, den er da geschaffen hat, eigentlich mit dem Ziel, Einblick in seine Theaterarbeit zu schaffen, ist ihm, glaube ich, da hat er recht gehabt, später zum Schaden gereicht. Wir sind sehr, sehr froh, dass Sie uns diesen Brecht wieder lebendig gemacht haben, dass ihr alle dazu beigetragen habt, diese doch so aktuellen Texte dann eben auch wieder auf so eine, auch teilweise humorvolle Weise dann eben uns nahe zu bringen. Gehen Sie nachher unbedingt in den Rio Filmpalast, da wird der Film nochmal gezeigt und natürlich gibt es einen Kinostart. 13. September habe ich gelesen. Empfehlen Sie es weiter. Großen Applaus an dieses wunderbare Team. Toll, dass ihr alle hier wart. Robert Stadl, Robert Knoter, Michelsen, Harry Baumeister, Maike Droste, Lars Eidinger und Joachim Lang. Vielen Dank. Willkommen. Und noch viel Vergnügen beim Filmfest natürlich.